Hi Leute, hier ist eure Skydorissa zu einem neuen Part von Golden Sun, die vergessene Epoche. Im letzten Part haben wir uns noch ein wenig umgesehen. Wir waren dann hier an der Westküste von Indra und haben dann noch die Tierquest zu Ende gemacht und waren auch im Eiland auf dem Insel der Zeit und wir waren auf dem Meer der Zeit. Oder wie war das jetzt nochmal? Oh, wie hieß die Insel jetzt nochmal? So. Eiland im Meer der Zeit. So. Da waren wir dann auch in der Eilandhöhle, sind aber nicht weitergekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fahren wir jetzt hierher und sehen uns mal dieses Dorf an. Ich habe keine Ahnung, welches Dorf das ist, aber ich hoffe, dass es was Story-Technisches ist. Und sollten wir da fertig sein, haben wir noch irgendwo hier oder hier in der Gegend. Oder hier war es, glaube ich, irgendwo hier. War auch noch ein Dorf. Und das sehen wir uns dann auch nochmal an. Also ich würde sagen, los geht's und... Ach, das ist Jumper. Okay, jetzt fällt mir auch der Name von dem Dorf wieder ein. Ich habe doch vor einigen Parts gemeint, ich komme nicht auf den Namen. Ja, das ist Jumper. Das ist dieses Dorf, wo Briggs herkommt. Sieht aber sehr ruhig aus. Moment, sind die alle in Booten? Boah, das sieht sehr interessant aus. Habe ich noch Geistleser auf L? Gut. Irgendetwas muss im Meer der Zeit explodiert sein. Das würde auch die Flutwelle erklären. Es sah so aus, als wäre die Flutwelle vom Meer der Zeit gekommen. Was mag dort sein? Was hat sie verursacht? Keine Ahnung. Die meisten Seeleute hier leben in den Kavernen, in den Klippen. Aber ich mag diese Höhlen nicht, sie sind so feucht. Noch schlimmer aber ist es, dass die Leute, die im Hafen leben, die Klippenbewohner nicht mögen. Um in den Klippen zu leben, muss man ein Pirat sein. Das ist einfach nichts für mich. Die Flutwelle war schrecklich. Sie hat mich beinahe mitgerissen. Es gibt immer weniger Fische. Ich segle immer weiter hinaus und fange immer weniger Fische. Ja, das ist furchtbar für euch. Wir haben ja schon von Briggs so einiges dazu gehört. Na, was sagst du mir? Wenn unser Vater die Meere bereist, nimmt er unser ganzes Zuhause mit und lässt uns im Stich. Aber wenn er mit leeren Netzen zurückkehrt, kommt noch der Hunger dazu. Ich hoffe, Papa kommt vor Einbruch der Dunkelheit wieder zurück. Ich möchte nicht am Strand unter freiem Himmel schlafen müssen. Ach so, weil die Fischer auf hoher See sind. So, in den Töpfen ist natürlich nichts. Selbst wenn, dann würde ich das weggeben. Mein Papa zog aus, um Fische zu fangen, aber es gab keine mehr. Deshalb ist er wieder mit leeren Händen zurückgekehrt. Papa macht sich Sorgen, weil fast keine Fische mehr da sind und zu fangen und dass es die nicht mehr zu fangen gibt. Früher kam er mit den Netzen brechend voll mit Fischen vom Meer zurück. Warum findet er jetzt keine Fische mehr? Ja, weil die Ozeane sich verändern aus irgendwelchen Gründen. In Champa ist praktisch jeder arm, aber die Ärmsten leben auf den Flößen. Ich würde so gerne an Land leben. Wenn Papa nicht dagegen gewesen wäre, dass Briggs zum Pirat wird, könnten wir noch an Land leben. Oh. In den Klippenkavernen ist nicht sehr viel Platz, deswegen müssen wir hier auf dem Boot hausen. Oder auf den Booten. Flöße sind alles, was uns bleibt. Auf dem Land gibt es keinen Platz mehr für uns. Oh, das ist sehr schlecht. Das ist eine sehr schlechte Situation. Oh, da vorne ist was für ein Hüller. Was wir mal machen könnten. So. Haben wir ja auch lange nicht mehr gemacht. Was sind Höhlen? Da ist eine Truhe und da ist ein Wikingerhelm. Mal sehen, ob wir den demnächst noch verwenden können. Und dann... Was? Isaac? Isaac? Was ist... Nein, der ist doch jetzt nicht hier, oder? Oh, sollte ich dann überhaupt hier sein? Scheiße. Isaac. Ich habe keine Ahnung, wer das jetzt ist. Isaac, bist du das? Täusch mich etwa meine Augen? Ja, deine Augen täuschen dich. Oh, ich muss mich geirrt haben. Ein Glück. Junge Dame, suchen Sie nach jemandem namens Isaac? Oh, es war nur eine Verwechslung. Wir sind gerettet. Ich glaube, wenn wir Isaac begegnet wären, wäre das nicht gut ausgegangen. Ja, alter Mann, ich suche nach jemandem, den man Isaac nennt. Wo ist er denn? Es tut mir leid, aber Isaac ist nicht bei uns. Nun, wo kann ich denn diesen Isaac dann finden? Warum willst du ihn denn so dringend finden? Ich bin Faizie. Isaac hat mir eins geholfen. Ach, stimmt, die haben wir in Golden Sun 1 getroffen. Wieso habe ich das nicht erkannt? Na, ich bin doof.
Er half so, als der in eine Falle geraten war, aber Isaac hat ihn gerettet. Er ist ein mutiger Mann, nicht wahr? Davon gehe ich aus, aber warum bist du auf der Suche nach ihm? Gefällt er dir? Geht es darum? Du bist ein gemeiner alter Mann. Es ist nicht nett, mich so aufzuziehen. Ha, dann habe ich also recht, du stehst auf Isaac. Well, that escalated quickly. Nein, oh, das ist mir peinlich. Keine Sorge. Wir werden ihm mitteilen, was du für ihn empfindest. Ich, wirklich? Würdet ihr ihm das bitte geben? Was ist das? Isaac befindet sich auf einer gefahrvollen Reise. Ich mache mir Sorgen um ihn, daher habe ich ihm einen Glücksbringer angefertigt. Ah, ein Glücksbringer, ich verstehe. Ich gehe jetzt nach Hause, alter Mann. Danke, dass ihr mir diesen Dienst erweist. Ja, dann nehmen wir den Glücksbringer mal mit. Wir erhalten einen goldenen Ring. Aaron kann den ja mal halten. Und ein Glück. Ja, Jumper voraus. Nee, ich habe... Wisst ihr, warum ich so ausgetickt bin? Weil ich tatsächlich gedacht habe, dass das vielleicht irgendeine zusätzliche Reisegefährtin von Isaac sein könnte und die nach ihm gerufen hat, weil er Felix gesehen hat und auf uns zustürmen will und reden will und... Ich glaube, da würden wir ziemlich aufs Maul kriegen. Na gut. Oh, ich habe so einen Hunger und es gibt nichts zu essen, bis Briggs zurückkommt. Der kommt, glaube ich, nicht mehr wieder. Wo vertrödet Briggs nur wieder seine Zeit? Na, das ist echt eine Frage und... Hier ist es ja sehr durcheinander. Wenn Briggs wieder zurückkommt, kann ich wieder mit Eolio spielen. Hoffentlich kommen sie bald zurück. Eolio ist so viel jünger als ich, aber ich muss trotzdem ständig an ihn denken. Ist das etwa Liebe? Keine Ahnung, wahrscheinlich magst du ihn einfach nur sehr. Eolio, Briggs Sohn, verfügt über eine merkwürdige Fähigkeit. Ich wette, wenn ich fleißig übe, kann ich auch etwas lernen, deswegen trainiere ich so hart. Oh. Wenn ich Dinge aufheben könnte, ohne meine Hände zu benutzen, wäre das Leben viel einfacher. Na, die Frage ist, ob er das wirklich lernt. Und, was haben wir hier Schönes? Willkommen, wir haben alles, was das Herz begehrt. Hat euer Auge an etwas Gefallen gefunden? Ach, das ist ein Laden. Ah, aber ein Waffenladen. Ach so, hier sind auch Items. Okay, vielleicht bei den Artefakten. Ninja-Klinge, Drachenaxt, Dämonenstab, geweihte Robe. Hier sind schon einige Sachen dabei. Ein Heiltrank zum Beispiel, der wäre gar nicht so schlecht. Mal sehen, würde der denn viel erhöhen? Moment, ist der verflucht? Keine Ahnung, ob der verflucht ist oder nicht. Das lasse ich also lieber. Aber erstmal die geweihte Robe. Wer kann es denn eher gebrauchen? Ich würde ja glatt sagen Cosma, weil Cosma ist jetzt nicht so betucht, was die KP angeht. Achso, ja, dann gebe ich das... Ja, ich gebe es ihm trotzdem. Ich muss mal meinen Laden ausmisten. Oh shit, ich kann das niemandem mehr geben. Was mache ich jetzt? Das brauchst du nicht, oder? Ja, ich muss erstmal ein paar Sachen verkaufen. Fragt sich nur was. Die rostigen Sachen will ich jetzt nicht wirklich weggeben, weil... Da könnte was Gutes drin stecken, sage ich mal. Mal sehen. Wir haben hier zum Beispiel die heilige Feder, die kann ich weggeben. Den Götzen will ich jetzt auch nicht weggeben, der ist ein schönes Souvenir. Dann den Kristallstaub, den kann ich weggeben. Dann die Gegengifte, wir haben ja Giftheilung. Mal sehen. Was kann ich bei Aaron weggeben? Ich könnte ja mal das Tomegatikon verkaufen oder wie man das ausspricht. Hauptsache ich werde es los. Dann das Shamshir. Hauptsache wir werden ein paar Sachen los. So, ja, ich denke die Elixiere von Felix kann ich auch noch weggeben. Immerhin haben wir ja sehr viel.
So, hier die Gegengifte kann ich auch noch weggeben. Ich muss ja irgendwie meine Taschen erleichtern, weil die zu voll sind. Wir tragen echt viel zu viel mit uns rum. So, dann gucke ich mal wegen dem Wikingerhelm, wem ich den geben kann. Achso, ja, ich wollte eigentlich gucken, wer den besser gebrauchen kann. Na, aber Aaron scheint den ja eher zu gebrauchen. Und den Einhornring, den kann ich ja weggeben. Und ja, Aaron trägt ihn nur bei sich, bis wir ihn dann irgendwann woanders hingeben. Okay, den einen Einhornring können wir eigentlich weggeben. Und die geweihte Robe, wem geben wir die? Ach stimmt, hatte ich ja gesagt, dass wir die Cosma geben. So, und die einen Kleider, die Silberweste, die Cosma trug, wem können wir die geben? Ja, die gebe ich mal Jenna. Oder, Moment, was war denn nochmal mit den Adeptenkleidern? Erhöhen die irgendwas? Ach, die heben PP an. Ja, da sind mir die PP doch schon ein bisschen wichtiger, gerade auch, weil Jenna die Gruppenheilung kann und so weiter. Dann gebe ich die Silberweste lieber Felix. So, und was ich auch noch verkaufen könnte, es fällt mir erst jetzt auf, wäre hier die Glücksmedaille. Ich denke mal, dass wir nicht so viele davon brauchen werden und wenn, dann auch noch welche bekommen würden. Also das können wir auch noch machen. Und ja, das muss auch mal wieder sein, die ganze Ausrüstung so ein bisschen zu verbessern. Was entfesselt das denn? Gar nichts. Was ist denn hier mit der Drachenaxt? Ne, die erhöht bei keinem was. Den Heiltrank könnte ich mir ja nochmal holen. Aber den gebe ich dann Felix. So, ich brauche es nicht. Oh, mal sehen. Haben wir hier irgendwas noch? So, mal sehen. Was ist denn hier mit dem Schuppenpanzer? Ach was, der erhöht ja hier auch nochmal wieder die Verteidigung. Dann kann ich den ja... Na gut, dann kriegt erstmal nur Aaron den. So, das Spieleticket lege ich wieder ab. So, das lasse ich auch mal. So, ich will nämlich, dass Felix seine Silberweste weggibt. Und dann gebe ich ihm die extra Sachen. Oder Moment, hat er nicht diesen einen Panzer da noch? Ja, ich denke mal, der Schuppenpanzer bringt da ein bisschen mehr. Oder konnte X-Jones Panzer jetzt irgendwas Besonderes? Schutz vor Wind und Wasser? Nee. Weil den Panzer will ich jetzt nicht unbedingt weggeben. Na, ich glaube, ich verkaufe die Silberweste doch. Den Schuppenpanzer doch wieder. Und ja, ich bin hier gerade extrem am Überlegen wegen der Ausrüstung. Ich glaube, den Rest verschiebe ich dann mal auf nachher. Wollte ja auch eigentlich nur die Leute befragen. Wenn ihr die Ruinen von Ankol erforscht, könnt ihr vielleicht selbst Artefakte finden. Artefakte? Das Zeug liegt in den Ruinen und wartet nur darauf, von jemandem gefunden zu werden. Aber wenn es kaputt ist, bin ich der Einzige in der Stadt, der es reparieren kann. Okay, hier scheint es wohl etwas mit Artefakten zu geben. Wie habt ihr euren Weg hierher an den Rand von Angara gefunden? Champa wird von den Bergen versteckt. Niemand nimmt sich jemals die Mühen auf, sich uns zu besuchen. Mit Ausnahme der Mönche vom Tempel von Fuchin. Ach.
Champa liegt einsam und verlassen am östlichsten Rand. Deshalb hat es auch unser Volk auf die See gezogen. Wir mussten lernen, uns alleine durchzubeißen. Daher sind wir auch heute noch Seeleute. Unsere Matriarchin ist der letzte Nachkomme der Angkol. Sie ist eine Meisterin der Esse, eine Gabe des antiken Angkol. Es gab praktisch nichts, was sie nicht hätte praktizieren können. Aha. Wenn Briggs nicht da ist, ist das Leben in den Klippenkavernen viel ruhiger. Ohne ihn kann es hier sehr einsam werden. Wir Seeleute aus Champa sind in der Welt da draußen nicht sehr gerne gesehen, oder? Sollen wir ihm die Wahrheit sagen oder ihn anlügen? Ich würde sagen, wir sagen ihm die Wahrheit. Hey, das tat weh. Du könntest mich wenigstens aus Höflichkeit ein wenig belügen. Wenn du weiterhin solche Gerüchte verbreitest, wirst du es hier nicht leicht haben. Stimmt auch wieder. So, und was ist hier drin? Aha, ach so, hier sind diese Klippenkavernen. War interessant, dass wir Champa gefunden haben. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass es noch ein bisschen dauert. Champa ist zwar völlig verarmt, aber wir werden bald wieder gedeihen. Alle unsere Hoffnung ruht auf Briggs, der mit einem Schiff voller Schätze zurückkehren wird. Ja, Schätze, die er woanders klaut. Seit kurzem ist der Ozean viel wärmer und die Fische werden dadurch immer weniger. Es ist nicht normal, dass sich der Ozean so erwärmt. Was mag der Grund dafür sein? Das Überleben von Champa, von uns Champa, hängt gänzlich vom Ozean ab. Es ist alles, was wir jemals gekannt haben. Ich wünschte, die östliche See wäre wieder reich an vollen Netzen und ruhigen Gewässern. Ja. Ich hörte von einer gewaltigen Flutwelle, die über die südlichen Länder hereingebrochen ist. Ich hoffe, dass Briggs und seine Leute nicht von ihr erfasst worden sind. Die Seeleute sagen alle, dass die Flutwelle im Süden unglaublich riesig war. Wenn Briggs von ihr erfasst worden ist, kann er unmöglich überlebt haben. Ah, er lebt noch, aber das sollten wir lieber nicht sagen. Sonst werden sie nämlich zu viele Fragen stellen, was Briggs ist und so weiter. Ach so, hier ist nur wieder die Kirche. So, ich dachte mir, ich sehe mir noch mal ein paar Sachen an. So, von wegen könnten ja Items drin sein. Hier waren zum Beispiel 12 Münzen. Hier noch was in den Töpfen? Nein, nicht wirklich. Was ist denn hier mit den alten Leuten? Ihr seht aus wie Reisende. Wart ihr schon in den Ruinen von Angkol? Nö. Mein Fehler, diese alten Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Dennoch, die Ruinen sind nur ein kleines Stück weg, nordöstlich von hier. Ihr solltet sie euch unbedingt ansehen. Was ist denn daran so Besonderes? Ich hätte gerne, dass jemand das Rätsel der Ruinen von Angkor löst, bevor ich sterbe. Das ist mein einziger und sehnlichster Wunsch. Die Ruinen von Angkor sind die einzigen Überreste eines großen Heiligtums, das von unseren Vorfahren erbaut wurde. Sie müssen sehr wohlhabend gewesen sein, um ein so imposantes Gebäude errichten zu können. Man sagt, die Kammer ganz oben in den Ruinen ist mit purem Gold verziert. Unsere Vorfahren müssen sehr reich gewesen sein, um sich so eine so extravagante Dekoration geleistet haben zu können. Ja, und Champa ist total verarmt. Oh, was ist schlimm. Früher haben wir viel Handel mit einer Insel im Osten betrieben. Sie haben all unsere überschüssigen Fischvorräte aufgekauft, aber jetzt haben wir keinen Überschuss mehr. Wir haben nicht mal mehr genug für unseren eigenen Bedarf. Zu sehen, wie unser Fang von Tag zu Tag weniger wird, ist wirklich ein Albtraum. Wo sind all die Fische hin? Ja, die sind weiter in die Kälte gezogen. Hört mal, wenn ihr nach Champa gekommen seid, um leckere Meeresfrüchte zu kosten, dann seid ihr wahrlich am falschen Ort. Seit Monaten haben wir keinen ordentlichen Fang mehr eingebracht. Es ist so, als wären alle Fische plötzlich verschwunden. Das ist sehr schlecht. Und ich meine sehr schlecht. Ich meine ja nur, wenn die Leute nichts mehr einfangen, was sollen die dann essen? Oh, was ist überhaupt nicht gerne anzusehen? Na gut, gehen wir noch ein bisschen in die Klippenkaverne. Dieser Part scheint ja nun sehr viel Erkundungsmöglichkeiten zu bieten. Und mit Leuten reden, Gedanken lesen und so eine Sachen. Alle unsere Männer sind mit Briggs in See gestochen. So auch mein Liebster. Ich hoffe, sie kehren bald wieder zurück. Briggs ist der Größte unter uns Seeleuten. Solange er unsere Männer anführt, werden sie auch wieder nach Champa zurückkehren. Das könnte dauern. Das könnte dauern. Ah, hier sind drei Zimmer.
Aber es ist furchtbar, wie die Leute hier in Champa tatsächlich leiden und kaum was zu essen haben. Das ist scheiße. Und ach, die gehen noch höher, dann sehe ich mich weiter unten um. Man will ja immerhin in jede Wohnung gucken. So, und was ist hier? Die Champa, die nicht in den Klippen leben, sind jämmerliche Feiglinge. Die Leute in den Klippen würden Briggs und Obaba ohne zu zögern mit ihrem Leben beschützen. Wer in den Klippen lebt, hat bewiesen, dass er weit über das Meer reisen kann. Wer sich selbst Seemann nennt, ohne irgendwo hinzureisen, der ist des Titels nicht würdig. Ja, das ist aber kein Grund, die auf Wasser zu verbannen, ihr Idioten. Gleiches Recht für alle. Menschen, die nicht in Klippen leben, sind nicht Menschen zweiter Klasse. Meine Meinung. So, was ist hier unten? Ah, da geht's nach draußen. Aber interessant, wie Champa aufgebaut ist. Wirklich so richtig doll in den Klippen und alles. Bevor er ging, hat Briggs mir befohlen, während seiner Abwesenheit zu wachen. Wenn sich Opa bei solche Sorgen um ihn macht, sollte sie jemanden ausschicken, um nach ihm zu suchen. Ach so. Ich will aber eigentlich mit den Krügen, also die Krüge mir ansehen. Ach Mann, ich will nicht mit dem reden, ich will mir den einen Krug da ansehen. Oder ist eine Fass da? Menü. Immerhin könnte hier irgendwo ein Heil-Item versteckt sein. Wenn es was zu essen wäre, würde ich, wenn ich kann, das den Leuten sowieso geben. Arme Leute. So, hier geht es noch höher. Hier geht es wahrscheinlich... Ah, hier geht es auch nochmal in ein Haus. Ach, mein Mann möchte, dass unsere Kinder zu Seeleuten werden, so wie er selbst. Aber ich persönlich will das einfach nicht. Als ich einen Seemann heiratete, wusste ich, wie grausam das Meer sein kann. Ich kann meinen Mann nicht vom Segeln abhalten, aber ich will nicht, dass unsere Kinder in seine Fußstapfen treten. Eines Tages möchte ich ein Seemann werden, so wie mein Papa vor mir. Aber Mama gefällt das nicht. Sie hätte lieber, dass ich studiere und zu einem Gelehrten werde. Mama, hat Mama vergessen, dass ich der Sohn meines Vaters bin? Wenn sie mich besser kennen würde, würde sie mich nicht bitten, das Leben als Seemann zu vergessen. Mama hat kein leichtes Leben. Ich hoffe, ich lerne einen Seemann mit Zukunft kennen. Dann muss ich selbst nicht so hart arbeiten. Eolio ist der einzige Junge in der Stadt, aus dem er etwas werden wird. Er gehört mir. Oh, Eolio hat auf jeden Fall eine gute Zukunft. Na. Ich will nicht immer die Leute ansprechen, ich will nur die Fässer untersuchen. Na gut, dann sehe ich mich nochmal auf der Klippe draußen um. Wenn wir uns hier schon in dem Dorf umsehen... Ah, hier ist noch jemand. Du fragst dich sicher, warum nur Seeleute und ihre Familien in den Klippen leben dürfen. Allerdings, so ein bisschen schon. Nun, von den Klippen aus kann man das Meer überblicken und nach den Männern Ausschau halten. Ah, und man möchte halt, dass die Frauen ihre Männer schnell entdecken, wenn sie wiederkommen. Damit man sich besser auf sie freuen kann. Okay, das ist sogar verständlich in einem gewissen Sinne. Aha, die Wohnung hier ist leer. Gut. Mal sehen, ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt. Wahrscheinlich ist hier wieder eine Außenseite, ja. Toll, ich kann ja die Kisten nicht mal anklicken. Das ist doof. Oh! Ach, eine Glücksmedaille. So, und was ist hier? Obaba empfängt momentan niemanden. Sie macht sich Sorgen um ihren Enkel und möchte von niemandem gestört werden. Ich kann mich nicht erinnern, Obaba schon jemals so gesehen zu haben. Sie muss sich wirklich große Sorgen um Briggs machen. Oh, das ist Briggs Oma. Na gut, ich denke jetzt aber auch nach dieser Zeit sollte ich dann mal den Part beenden. Und im nächsten Part würde ich dann sagen, erkunden wir Champa zu Ende. Und wenn wir dann Champa erkundet haben, vielleicht gehen wir dann auch nochmal zu diesen komischen Ruinen, wenn wir da hinkommen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.